der Weg zu deiner inneren Heimat. Zuerst möchte ich dich darauf hinweisen, dass in dieser Übungsreihe eine Übung auf die nächste aufbaut. Es ist daher ratsam, wenn du mit der ersten Übung anfängst und dann immer die nächste dazu lernst. Tue dies in deinem eigenen Tempo, Schritt für Schritt. Wie lange du auch dazu benötigst, es ist in Ordnung. Die Bedeutung des Unterbewusstseins wird dir nach jeder Übung klarer werden. Du lernst zu verstehen, dass du durch das Üben mit deinen Gedanken darauf einwirken kannst. Nehmen wir dazu ein Bild. Stell dir eine Blume vor, die ihre Blüte öffnet, wenn du zuversichtliche Gedanken pflegst. Genauso schließt sie ihre Blüte und zieht sich zusammen, wenn du dunkle Gedanken hegst. Es ist also sinnvoll, wenn du dir angewöhnst, strahlenden Gedanken zu folgen und dabei in die Welt zu leuchten, wie eine Blumenwiese in der Sonne. Doch ein Gegner stellt sich dir dabei oft in den Weg. Es ist die Angst. Trau dich, ihr in die Augen zu sehen. Sie ist ein Teil von dir, der dich schon jahrelang begleitet. Die Zeit ist gekommen, sie anzunehmen und sie dadurch aufzulösen. Lerne die Angst zu überwinden und dadurch Mut, Zuversicht und Stärke auszustrahlen. Das bringt dir die Erkenntnis, dass es nichts zu befürchten gibt. So, wie du bisher bewusst oder unbewusst dein Leben gestaltet hast, kannst du deinem Unbewussten Neues beibringen und es somit neu prägen. Die fünfte Übung für diese Woche besteht darin, dass du Visionen erzeugst und dich darauf konzentrierst. Visionen in Form von Bildern und Vorstellungen, wie eine Situation oder dein Leben in Zukunft aussehen können. Dieser Weg bedeutet, dass du ins Tun kommst und es wiederholst. Steht der Tropfen, höhlt den Stein, heißt es. Und genauso geschieht es in deinem Unterbewusstsein. Bei stetiger Anwendung kannst du Ergebnisse erzielen, die an Wunder grenzen. Viele erfolgreiche Menschen in der Vergangenheit haben ihre Erfolge durch diese Visionen erlangt und in ihrem Leben umgesetzt. Durch die Macht der inneren Quelle, welche die Verbindung zur universellen Macht ist. Suche dir wie inzwischen gewohnt einen Platz, an dem du dich in einer aufrechten Haltung zur Ruhe begeben kannst. Gib dir, wenn möglich, 15 bis 30 Minuten Zeit, um zur Ruhe zu kommen, ohne Musik oder Sonstiges. Spüre, wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Jedes Geräusch bringt dich nur noch mehr in eine angenehme Entspannung. Die Herausforderung ist es, dich in deiner aufrechten Haltung so weit als möglich zu entspannen.
Entspanne zuerst einzelne Muskeln und schließlich deinen gesamten Körper, vom Kopf bis zu den Zehen, bis du dich verbunden fühlst mit deinem Inneren. Je mehr du dich entspannst, desto leichter verinnerlicht dein Unterbewusstsein deine Vision. Freu dich auf alles, was dabei passieren kann. Nun wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.